So, Tag Nummer 2, South by Southwest Review. Man sieht schon, ich bin heute ein bisschen fitter. Ich glaube, so langsam akklimatisiere ich mich an die ganze Geschichte hier. Heute war auch deutlich voller als gestern und viel mehr Leute da. Ich habe ganz viele Sessions gar nicht sehen können, weil ich mit einer halben Stunde vorher da sein zu spät war und an den langen Schlangen nicht mehr reinkam. Es ist überhaupt die große Konferenz der Schlangen und des Anstehens. Überall steht man für immer rum. Aber das Gute ist, dass man in diesen Schlangen immer mit Leuten spricht und redet und da auch ein paar Dinge erfährt und mitbekommt. Von daher ist es nicht ganz für die Katz, aber es geht schon verdammt viel Zeit dafür drauf, zu warten, zu warten, zu warten, zu warten. Heute Morgen, die erste Session, die habe ich geschafft. Da ging es so ein bisschen darum, wie man Leute zum Bezahlen bekommt für Nachrichten und für Podcasts. So richtig tiefe Erkenntnisse waren eigentlich nicht da, außer dass halt wirklich die Qualität stimmen muss. Qualität, Qualität, Qualität. Darum ging es ganz, ganz stark in dem Panel von allen Teilnehmern. Habe ich es auch unten hier im Blog weiter beschrieben. Das kann man da vielleicht mitnehmen, dass die auch sehr, sehr intrinsisch liegen muss, ganz in der Mitte. Und es gab ein paar Beispiele, wo das ganz gut funktioniert. Den ganzen Nachmittag, da war ich selber in einem Panel mal zwischendurch, durfte ein bisschen was erzählen zum Thema Storytelling und Kennzahlen dazu im German House hier. Und danach ging es dann gerade eben nochmal in eine Session mit Jim Bankoff, der ist der Gründer und Geschäftsführer von Vox Media. Das ist angeblich das schnellsten wachsende Medienunternehmen der Welt. Die kaufen eben ganz stark Verticals ein zu verschiedenen Themen, wobei er sagt, ganz breite Verticals, also Food oder Sports oder News. Da wollen sie eben tiefer reinkommen. Und der hat auch nochmal sehr, sehr, ist immer stark beim Thema Qualität rumgeritten. Und alle sprechen viel von Talent. Alle sprechen davon, dass man für die Strategien halt auch die richtigen Leute braucht, die das Wissen mitbringen, die das Wissen aufnehmen, die das Wissen umsetzen. Also darum geht es wohl immer und ganz, ganz, ganz stark. Das war es inhaltlich für heute, war es nicht so ergiebig. Ich hoffe morgen wieder ein bisschen mehr, habe auch wieder spannende Sessions. Jetzt ist erstmal gleich Party im German House. Ich werde Bilder und Snapchats machen und so.